Wir haben hier in Shortens heute den Tag auf der Tür der neuen Betriebsstelle, um auch mal jetzt nach der langen Pandemie und Abstand und Isolierung einfach mal den Kunden und Bürgern zeigen zu können, was wir hier am Standort für die Bürger leisten, was wir im Rahmen der Daseinsfürsorge für die Region leisten und es war ein willkommener Anlass, auch mal wieder mit den Kunden und Bürgern in Kontakt zu treten. Es geht einmal um Ausbildung, Fachkräfte, Fachkräftemangel als Schlagwort. Dann haben wir hier Innovationsnetzwerke, weil Wasser ist inzwischen eigentlich mehr nur in der Region. Es ist auf europäischer, auf globaler Ebene vertreten und da ist der OWV auch sehr aktiv, gerade mit internationalen Partnern. Natürlich ganz hinten in der Ecke auch mal als Ideenanreger, was kann man aus Wasser machen. Es ist mehr als nur Leitungswasser, mit Rhabarber, einfach mal um die Inspiration den Leuten zu geben, dass nicht jeder das berühmte Sixpack vom Supermarkt kauft, sondern zu Hause schon sehr kreativ werden kann. Auf der Bühne hatten wir heute einmal Musik. Wir haben die Ohrensessel XL da gehabt. Dann hatten wir eine Experimentiershow, Erik Siemes. Den haben wir in den letzten Jahren schon ein paar Mal dabei gehabt. War auch wieder da, hat ein Bühnenprogramm gemacht mit Wasserexperimenten und hat einen Mitmachstand für Kinder angeboten, der die Kleinen und die Großen begeistert und in Erstaunen versetzt hat mit Wasserexperimenten und spannenden Dingen rund ums Wasser.